Spanien, anno 1307. Ein abgelegener Winkel, der den Tempelrittern gehört, San Bartolomé. Bisher waren die Schätze ihrer Kirche hier sicher. Aber dann kamen schlimme Nachrichten aus den Nachbarländern. Der Papst und die Könige verfolgten dort ihre Brüder und beschlagnahmten all ihre Güter. Jetzt waren die Suchtrupps auf dem Weg zu ihnen. Sollte der Feind sie auch ins Gefängnis werfen oder ihnen Grund und Boden wegnehmen, für ihr Gold und Silber fanden die Templer von San Bartolomé ein ideales Versteck. Was kann man noch finden nach fast 700 Jahren? Zunächst mal den Schauplatz im Herzen Spaniens. Eine raue Hochebene, umzingelt und durchkreuzt von bizarren Gebirgszügen, ausgemergelt von extremen Temperaturen, gespickt mit hunderten einsamer Kastelle, die nur noch den Wind aufhalten. Wir sind in Altkastilien, dem spanischen Burgenland mit seinem wilden Osten. Dort liegt die Provinz Soria, einer der ärmsten und menschenleersten Landstriche. Auf einen Quadratkilometer kommen hier gerade mal 9 Einwohner. Touristen so gut wie keine. Früher lebten hier sehr viel mehr Menschen. Die fruchtbare Erde von Soria war heiß begehrt und wechselte häufig ihre Besitzer. Lange vor den Templern beherrschten die Römer das Land. Ein aggressiver Fremdkörper mitten in der Heimat der Keltiberer. Die Ureinwohner wehrten sich, aber vergeblich. Schließlich hofften sie nur noch, dass ihr heimlich praktizierter Stierzauber den Feind vertreibe. Der Kult um den Stier geht in Spanien auf eine Zeit weit vor der Geschichte zurück. An diese dunkle Vergangenheit erinnert der Toro Júbilo, der Jubelstier. Jedes Jahr tritt er in Medinaceli auf. Bravo muss er sein, also wild und aggressiv. Es ist nicht ungefährlich, eine Gabel mit Pechkugeln hinter seinen Hörnern zu befestigen. Dann reibt man ihn dick mit feuchtem Lehm ein, damit er sein Fell nicht an den Flammen versenkt. Noch ist der Stier an einem Pfahl in der Arena festgebunden. Aber das wird sich gleich ändern. Wie ein Fabelwesen aus grauer Vorzeit tobt das Tier über den Platz. Nur wenige wagen es, sich ihm zu nähern. Anders als bei einer normalen Corrida wird der Stier am Schluss nicht getötet. Vermutlich geht dieses Fest auf eine Mutprobe oder ein Ritual zur Aufnahme in die Männergesellschaft der Keltiberer zurück. Waren diese breiten Stufen einst die Sitzreihen eines Amphitheaters,
und der Platz davor eine Arena für den Stierkult? Selbst die Archäologen wissen darauf keine Antwort. Wir sind in Tirmes oder Termantia, der wichtigsten Siedlung aus keltiberischer Zeit. Tirmes, eine gewaltige Bastion aus rotem Sandstein, schon vor 4000 Jahren bewohnt. Diese natürliche Festung kontrollierte den Verkehr zwischen zwei großen Flussebenen. Man musste das Bollwerk nur noch ausbauen, für Trinkwasser und Fluchtwege sorgen. Die aus dem weichen Stein herausgemeißelte Galerie war eine Ideallösung. Kurz vor dem Eingang zur Unterwelt sieht man an der Wand eine uralte Zeichnung. Ein Gesicht ohne Mund. Hinweis, dass man vor einer Zone des Schweigens steht. Ein Geheimnis, das man nicht aussprechen darf. 140 Meter bohrt sich ein mannshoher Tunnel durch den Berg. Es ist nicht klar, ob ihn schon die Keltiberer angelegt haben oder erst die Römer, die das letzte Widerstandsnest der Ureinwohner 72 vor Christus ausräucherten. Der Tunnel diente als Wasserleitung, die durch senkrechte Schächte mit der Außenwelt verbunden war. Hier konnte man bequem heruntersteigen und das Kanalbett reinigen. In Notzeiten ließ sich der Stollen aber auch gut als Fluchtweg benutzen. Auch diese hohle Gasse wurde sauber aus dem Gestein herausgefräst und bildete einst das mächtige Westtor. Weiter unterhalb hat man ein zweites Kanalsystem außen um die Stadt geführt, mit einem leichten Gefälle von West nach Ost. Die Leitung bezog ihr Wasser aus dem nahen Fluss, der inzwischen längst versickert ist. Präzise gemeißelt und Jahrtausende alt. Eine erstaunliche Leistung, dieser 4 Meter tiefe Graben durch das Felsmassiv. Er bildet den dritten Kanal, der plötzlich zu Ende ist. Genau dort, wo die Sandsteinbastion jäh nach unten stürzt. Vermutlich hat er das Brauchwasser aus der Stadt gespült und in die Ebene verteilt. Die Vorratskammern und Wohnhöhlen der Keltiberer wurden später auch von den siegreichen Römern genutzt und erweitert. Dann aber durch ihre gemauerten Häuser und Thermen abgelöst. Jetzt schon von einem spanischen Pompeji zu sprechen, erscheint übertrieben. Denn bisher ist erst 1% des 150 Hektar großen Geländes freigelegt. Nahe den antiken Ruinen steht seit dem 12. Jahrhundert eine Kirche, Santa Maria de Tirmes. Hier wurde jahrhundertelang ein wundertätiges Gnadenbild verehrt, das in Wahrheit eine römische Skulptur aus den Trümmern des alten Tirmes ist. Die Gläubigen hielten die Figur für eine Art Christkind, dem man heilende Kräfte zuschrieb. Tatsächlich ist es der kleine Gott Amor, der sich von seinen erotischen Abenteuern ausruht. In der Hand hält er die Zauberpflanze Alraune, die nach dem Volksmund Glück in der Liebe versprach. Als Kopfkissen dient ihm ein Totenschädel, das Sinnbild der Vergänglichkeit. Eine alte Sage erzählt, die Figur sei einst von Tempelrittern geraubt und für einen Satanskult missbraucht worden, dann aber auf wundersame Weise wieder in die Kirche von Tirmes zurückgekehrt. Haben jene Templer etwas mit den 3 geköpften Statuen in der Vorhalle zu tun? Oder mit den kämpfenden Rittern auf dem Kapitel? Wir wissen es nicht. Sicher ist nur, dass es in Tirmes eine Bruderschaft dieses geheimnisumwitterten Ordens gab. Die Templer waren die Elitetruppe des Mittelalters. Eine internationale Miliz unter dem Zeichen des Kreuzes. Halb Krieger, halb Mönche. Straff geführt und perfekt organisiert.
1119 wurde der Orden in Jerusalem gegründet. Sein Hauptquartier lag nahe dem alten salomonischen Tempel, daher der Name. Die Templer sollten die Pilger im Heiligen Land schützen und die Stätten der Christenheit von den Sarazenen befreien. Mit dem Fall der Festung Akkon aber war der Kampf um Palästina verloren. Jetzt griffen die Templer in Europa ein. Und zwar in jenem Teil, über dem noch die Fahne des Propheten wehte. In Spanien und Portugal. Die arabische Festung Gormaz, damals die größte im ganzen Abendland, thronte als unbezwingbarer Brückenkopf über der Ebene des Rio Duero. 10 Meter hohe Mauern, 24 Türme, 1000 Meter Umfang. Eine geballte Herausforderung für die Könige von Kastilien. Erst 1087 konnte El Cid, Spaniens legendärer Volksheld, diese Schlüsselstellung knacken. Aber noch für lange Zeit bildet der Duero die Grenze zwischen den christlichen Ländern und dem Reich des Kalifen im Süden. Hundert und ein paar Jahre später. Am 16. Juli 1212 stehen sich bei Las Navas de Tolosa die Heere der Christen und der Mauren gegenüber. Das Gemetzel in den Bergen Andalusiens endet mit einer blutigen Niederlage der Sarazenen. Im Arabischen heißt das Schlachtfeld noch heute Al-Ikab, Hügel der Katastrophe. Davon hat sich der Islam in Spanien nie mehr erholt. Das waren die Sieger. König Alfons VIII. Von Kastilien, der Erzbischof von Toledo und die Tempelritter mit dem blutroten Kreuz. Sie wurden in der Klosterkirche von Santa Maria de Huerta verewigt. Ihre Verdienste um Kirche und Staat verschafften den Templern immer mehr Macht und Einfluss. Sie zahlten keine Steuern und Abgaben, erwarben stattdessen riesige Ländereien und durften als einzige Christen Geld gegen Zinsen verleihen. Im Mittelalter galt das als ein schmutziges Geschäft, das man normalerweise den geächteten Juden überließ. Die Templer aber nutzten dieses Privileg, entwickelten ein lukratives Kreditsystem und so wurde aus den armen Rittern Christi, wie sie sich ursprünglich nannten, eine internationale Finanz- und Militärorganisation, die reichste in ganz Europa, mit Zweigstellen von Schottland über Spanien bis Ungarn und dem Nahen Osten. Trotz aller Feindschaft pflegten sie auch gute Beziehungen zu islamischen Führern und übernahmen aus der arabischen Kultur die fortschrittlichsten Techniken. Ihre Baumeister kombinierten auf höchst fantasievolle Weise gotische Architekturelemente mit Formen aus dem Orient. Selbst beim Kreuzgang für ein Kloster, wie hier in San Juan de Duero. Die Templer nutzten die alten arabischen Bewässerungssysteme, die von den Flüssen abzweigten, verwandelten das trockene Hinterland in blühende Gärten und setzten die verfallenen Mühlen am Ufer wieder in Gang. Sie gaben sogar fruchtbaren Boden an die früheren muslimischen Besitzer zurück. Die mussten dann eine geringe Pacht zahlen und ihnen als loyale Untertanen die Treue schwören, als seien sie die Herren der Welt. Das ging dem Papst und den Königen nun doch etwas zu weit. Für sie war der Orden mit dem Tatzenkreuz inzwischen ein gefährlicher Machtfaktor in Europa geworden. Man musste ihn schleunigst loswerden. Anklagen waren schnell zur Hand
und auch die Zeugen, die sie untermauern sollten. Kirche und Staat holten zum vernichtenden Schlag gegen die Templer aus. Das nächtliche Treiben der Ordensritter lieferte erste Verdachtsmomente. Es hieß, sie feierten wüste Orgien, obwohl sie das Gelübde der Armut und Keuschheit abgelegt hatten. Sie amüsierten sich nicht nur mit Jungfrauen von ihren Ländereien, sondern sogar mit den Töchtern Arabiens. Bei solchen Gelagen kursierte auch ein Rauschmittel, das sie angeblich von einer fanatischen Muslimsekte bekamen, den Assassinen oder Haschischfressern. Ihre Trinkfestigkeit war sprichwörtlich. Er säuft wie ein Templer, hieß es im Mittelalter. Weit schlimmer aber war die Unzucht, die viele Brüder miteinander trieben. Eine schwere Fleischessünde, auf der die Todesstrafe stand, die der Großmeister aber ausdrücklich erlaubt hatte. Für ihre Homosexualität musste sogar das offizielle Ordenssiegel herhalten. Zwei Reiter, eng aneinander gepresst, auf einem Pferd. Die Skandale der Templer kamen durch Spione ans Licht. Sie beobachteten ihre Zusammenkünfte aus Geheimverstecken, wie dieser winzigen Kammer in einer Säule. Dann gab es da noch einen dunklen Punkt. Neulinge wurden bei der Aufnahme gezwungen, Christus zu verleugnen und sein Kreuz mit Füßen zu treten. Wer sich weigerte, wurde in unterirdische Verliese gesteckt oder verschwand für immer. Der Tunnel in der Templerburg Monson endet plötzlich 100 Meter direkt überm Abgrund. Sicher kein Zufall. Der schwerste Vorwurf lautete, die Templer beten ein Götzenbild an. Einige beschreiben es als schwarze Katze. Andere sagen, es sei ein Kopf mit zwei oder drei Gesichtern. Der Geheimcode dafür ist Baphomet. Baphomet! Ein rätselhafter, nie geklärter Deckname. Wir haben in Kastilien nach Baphomet gefahndet, sind in ein völlig abgelegenes Gebirgstal geflogen. Die Türme dieser Burg stammen aus dem 15. Jahrhundert, aber die dicken Mauern reichen bis in die Templerzeit zurück. Noch heute traut sich kaum jemand aus der Umgebung in die Ruinen. Es heißt, dort spuken Ritter, die man zur Strafe lebendig eingemauert hat. Ritter mit blutenden Kreuzen. Früher kontrollierte die Festung ein riesiges Gebiet mit Caracena als Zentrum. Caracena war im Mittelalter Verwaltungssitz für 20 Siedlungen. Es besaß drei große Kirchen, hatte weit über 1000 Einwohner. Heute endet hier die Straße und in den wenigen erhaltenen Häusern leben gerade vier Familien. Auf dem Marktplatz steht noch der Pranger, Symbol für autonome Verwaltung und Rechtsprechung. Das sterbende Dorf hat tatsächlich noch einen Bürgermeister, der die Schlüssel zu den Kirchen verwahrt. Ein Kunsthistoriker aus Madrid begleitet ihn. Die Kirche San Pedro,
Ein Bau aus dem 12. Jahrhundert, romanisch. Feinste Steinmetzarbeit und ein riesiger Aufwand für dieses verschlafene Nest. Die Kapitelle der Vorhalle zeigen das typische Bildprogramm des Mittelalters. Biblische Szenen wie die Wächter am Grab Christi, die im Stehen eingenickt sind. Der Ritter im Kettenpanzer fällt da schon aus dem Rahmen. Ein Templer vielleicht? 1310, bei den Templerprozessen, stellte eine Untersuchungskommission fest, dass der Orden keine Güter in Caracena besaß. Warum aber hat man überhaupt in diesem versteckten Winkel nach ihm gefahndet? Merkwürdig sind auch einige Bildsteine direkt unterm Dach. Ein Fabeltier schießt mit Pfeil und Bogen auf einen Kopf. Das Gesicht ist total verunstaltet. Jemand, der sich die Ohren zuhält, aber den Mund zum Schrei geöffnet hat. Man wird nicht schlau daraus. Das da oben, meint der Bürgermeister, sei ein Gorilla. Der Kunsthistoriker widerspricht, woher sollte ein spanischer Bildhauer des 12. Jahrhunderts einen Menschenaffen kennen? Nein, es ist ein Kopf, der aus drei Gesichtern besteht. Höchst ungewöhnlich. Eine Sensation. Wir haben Baphomet gefunden, das Götzenbild, das die Templer angeblich anbeteten. Kein Ungeheuer, sondern ein mysteriöses Symbol der Dreifaltigkeit. Ein Wesen, das Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in sich vereint. Einen ähnlichen Kopf gibt es nur noch in England. Im Inneren der Kirche entdecken wir weitere Hinweise auf den geheimnisvollen Templerorden. Diese alten Steinplatten stammen von einem Grab im Boden. Irgendwann hat man sie an der Wand befestigt. Ein paar Stücke fehlen. Die lateinische Inschrift ist unvollständig, aber immer noch höchst aufschlussreich. Pertenebat ad malam secta. Er gehörte der üblen Sekte an, steht da. War der Tote ein Templer, der zu einer Zeit starb, als der Orden in die Schusslinie geriet? Dann heißt es weiter: Ich auro facta. Was da aus Gold gemacht war, erfahren wir nicht, weil die erklärenden Wörter fehlen. Man kann es sich aber gut vorstellen, wenn man die mittelalterlichen Kirchenschätze Kastiliens sieht. Die Jagd auf die Templer, die Mitglieder der üblen Sekte, begann in Frankreich und griff von dort rasch auf die Nachbarländer über. Sogar in Spanien, wo sie hoch angesehen waren, belagerten ab 1308 königliche Truppen ihre Burgen, beschlagnahmten Grund und Boden und setzten ihre Kapellen in Brand. In den Flammen gingen auch wichtige Schriftstücke des Ordens verloren. Gerade der Mangel an echten Dokumenten machte die Organisation noch undurchschaubarer und geheimnisvoller. Die Inquisition schnüffelt unangemeldet in ihren Häusern. Hauptsächlich sind es Dominikaner und Franziskaner. Einer berichtet als Zeuge von einem merkwürdigen Vorfall, der in die Prozessakten eingeht. Man überrascht einen Templer beim Lesen. Als er merkt, dass er beobachtet wird, verschließt er das Buch hastig in einem dreifach gesicherten Versteck. Auf die Frage, warum er das tue, erklärt er, wenn dieses Buch in die falschen Hände käme, würde das seinem Orden ungeheuer schaden. Was war so gefährlich an den Büchern der Templer? Wir wissen es nicht, weil wir die Inhalte nicht kennen. Das meiste Material aus den Schreibstuben des Ordens wurde vernichtet oder in alle Winde zerstreut.
unauffindbar bis heute. Wen wundert es dann, dass in einem Land, wo die Natur selbst bizarre Märchenwelten geschaffen hat, mit der Zeit immer mehr Sagen und Legenden über die Templer entstanden? Meist sind es unheimliche Geschichten, die der Volksmund über Jahrhunderte weitergab und die den schlechten Ruf der Ordensritter bis in die Gegenwart prägen. Da hinten in Castillejo de Robledo, da tötete vor langer Zeit ein Templer aus Habsucht seinen Komtur Fray Cristobal. Kurz nach dem Mord aber bereute er die Tat und wollte bei einem Priester beichten. So bestieg er sein Pferd und ritt zur Pfarrei nach Valdanzo. Doch eine schwarze Wolke verfolgte ihn und auf halbem Weg traf ihn der Blitz, der seinen Körper völlig verkohlte. Er starb, ohne sein Verbrechen gebüßt zu haben. Handfester Beweis, dass Castillejo eine Templerbastion war, ist ein Steinfragment aus dem Mittelalter. Die Inschrift in gotischen Großbuchstaben nennt einen Fray Diego. Den Titel Fray trugen damals nur Brüder des Templerordens. Das Kastell auf dem Hügel ist heute stark zerfallen. Indizien für einen typischen Templerbau findet man nicht mehr. Direkt darunter liegt die Kirche aus dem 12. Jahrhundert, um die sich die Häuser wie eine Herde gehorsamer Schafe drängeln. Vielleicht hatten die Templer beim Bau dieser Kirche ihre Hände im Spiel, denn der Triumphbogen zeigt die arabische Hufeisenform. Und auf den Resten der alten Wandmalerei ist ihre Burg mit einem Ritter zu sehen. Eine 300 Jahre alte Urkunde beschreibt das Gotteshaus mit den Versen: La iglesia con calvarios parece fue de templarios que habitaron esta tierra. Das heißt, die Kirche mit den Kreuzwegstationen gehörte wohl den Templern, die dieses Land bewohnten. Außerdem wird hier eine sehr seltene Reliquie aufbewahrt, die gerade die Tempelritter besonders verehrten. Ein Splitter aus dem Kreuz Christi. Dann kursiert da noch immer das Gerücht, zwischen Kirche und Burg gäbe es einen unterirdischen Verbindungsgang, einen Fluchtweg für Notzeiten oder einen geheimen Stollen, in dem man ungesehen kostbare Schätze verschwinden lassen konnte. Nach mehreren Probegrabungen wissen wir, dass dieser Tunnel nie existierte. Doch an einer anderen Stelle auf dem Burghügel werden wir fündig. Die Dorfbewohner sind genauso gespannt wie wir. Da muss ein Gang direkt zum Fluss runterführen, meint die Frau. Die Sache wird jetzt etwas gefährlich, denn nur wenige Schritte neben dem vielversprechenden Loch geht es 20 Meter senkrecht nach unten. Da unten säumen Bäume die ausgetrocknete Rinne eines Flüsschens, das einst richtig Wasser führte. Die Arbeiter sind auf einen Hohlraum gestoßen. Und der gehört zu einem längst vergessenen Schacht, der vor Jahrhunderten durch den Berg getrieben wurde. Er endet am Fuß des Burghügels, nahe dem Fluss, in einem Lagerschuppen, der ständig verschlossen ist. Wir durften hinein. Selbst die ältesten Einwohner von Castillejo können sich nicht an diesen Geheimgang erinnern. Ganz sicher ist er ein Werk der Templer. Und noch etwas in diesem Ort verrät die Handschrift des skandalumwitterten Ordens. Zwei Bildsteine an der Kirchenapsis, die das Allerheiligste umschließt. Hoch unterm Dach, wo sie der flüchtige Betrachter nicht gleich bemerkt,
Da treiben es zwei Paare eindeutig miteinander. Als Schmuck an einem Gotteshaus ist das ein starkes Stück. Kein gut katholischer Bildhauer des Mittelalters hätte hier eine Sexszene gewagt, kein Bischof sie genehmigt. Nur den Templern traute man solche Provokationen zu. Damit sollte bald endgültig Schluss sein. Anno 1312 ist ein gutes Jahr für die Christenheit. In den Klosterküchen Europas werden Festmähler vorbereitet. Die Mönche dürfen wieder Spenden kassieren, die Bischöfe erhalten ihre früheren Privilegien zurück und die Herrscher sind mit einem Schlag riesige Schulden los. Fast alle haben Grund zu feiern. Denn die meistgehasste Organisation des Abendlandes wird nach fast 200 Jahren zerschlagen. Am 22. März 1312 löst Papst Clemens V. mit einem Federstrich den Templerorden auf. Ausgerechnet jener heilige Vater, von dessen Mätresse es hieß, sie habe ihn mehr als das heilige Land gekostet. Das Templervermögen wird beschlagnahmt. Burgen und Ländereien fallen an die Krone oder werden anderen Orden übertragen. Die Nachricht vom Sturz der Templer verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Der einst so mächtige Orden schrumpfte zum lächerlichen Popanz, der keinen mehr schrecken konnte. Was aber wurde aus dem Gold und den Edelsteinen? Wir sind am Ausgangspunkt der Geschichte und unserer Reise durch Nordspanien. Im Canyon des Rio Lobos mit seinen unterirdischen Verstecken. Boah. In der finsteren Kathedrale aus grauer Vorzeit ließen schon vor Jahrtausenden Mammutjäger und Zauberpriester ihre Spuren zurück. Aber bis 1913 haben hier Menschen aus den Nachbardörfern nur nach dem Schatz der Templer gesucht. Ohne Erfolg. Genau gegenüber dem Eingang der Höhle steht die Templerkapelle. Das ist sicher kein Zufall. Markante Felsen und Grotten galten schon immer als magische Orte. Und die Templer haben ihre Kirchen gern in der Nähe uralter Kultstätten errichtet, wie hier im 12. Jahrhundert. Ihr Markenzeichen, das Tatzenkreuz, krönt weithin sichtbar den Giebel. Bei den anderen Schmuckmotiven beginnt wieder das große Rätselraten. Ein unbeschriebenes Blatt, oben und unten eingerollt. Gleich daneben drei Pergamentrollen übereinander. Weisen sie auf brisante Dokumente hin, die hier unter Verschluss lagen? Forschten die geistigen Köpfe des Klosters nach den Gesetzen des Kosmos und suchten sie Zugang zur höchsten Erkenntnis? Warum fehlt die Schädeldecke? Weshalb die konzentrischen Kreise? Diese Szene scheint klar. Ein Mensch stellt sich unter den Schutz des Templerkreuzes. Direkt daneben ein islamisches Ornament. Verrät sich hier die geheime Absicht des Ordens, einen Ausgleich zwischen beiden Religionen zu finden? Nur selten haben die Templer ihre okkulten Symbole selbst entschlüsselt. Die Fensterrosette wird aus 5 herzförmigen Blütenblättern gebildet, wie eine echte Rose. Jeder gläubige Christ des Mittelalters sah darin einen Hinweis auf Maria und den Rosenkranz. Im Innern der Kirche aber verwandelt sich dieses heilige Zeichen bei bestimmtem Lichteinfall zum Pentagramm, dem 5-zackigen Stern oder Drudenfuß, eine beliebte Zauberformel der Hexer und Alchemisten. Ein endloser Strich, ein einziger Zug, fertig ist der Teufelsbann. Holten die Templer damit die schwarze Magie ins Gotteshaus?
Zwischen den halb versunkenen Säulen stand früher ein steinerner Sarg. Niemand weiß, wer darin bestattet war. Ein paar Stufen tiefer liegt eine kleine Platte im Boden. Nach dem Schema der Windrose sind die vier Himmelsrichtungen eingeritzt. Es heißt, die Templer hätten damit die Koordinaten für den Grundriss ihrer Kapelle festgelegt. Nach 800 Jahren ist das schwer zu beweisen, weil der Kompassstein wohl kaum mehr seine ursprüngliche Position einnimmt. Von der exakten Nord-Süd-Richtung weicht er heute erheblich ab. Doch San Bartolomé steht nicht zufällig an dieser Stelle. Man hat viel darüber spekuliert, ob die Kapelle eine geheime Energiequelle abdeckt oder in einem Spannungsfeld zwischen dem Höhleneingang und einem auffälligen Steinpfeiler errichtet wurde. Wir wollen das untersuchen. Ein Fachmann vermisst mit dem Theodoliten die Fluchtlinien des Gebäudes zwischen Höhle und Riesenstein. Zur großen Grotte gibt es keine Verbindung, die den Bauplan beeinflusst hätte. Aber zwischen dem Steinpfeiler und der Ostecke des Querhauses verläuft eine direkte Linie in Richtung magnetischer Nordpol, ohne einen Winkelgrad Abweichung. Vermutlich haben die Templer ihre Kapelle genau nach diesem markanten Naturmerkmal ausgerichtet. Liegt San Bartolomé in einem Zentrum unsichtbarer Energien? Pater Pilon gilt als seriöser Routengänger. Mit den Methoden des Mittelalters will er herausfinden, welche Reizzonen der Boden um die Kirche verbirgt. An zwei Stellen schlägt seine Metallroute stark aus. Gibt es dort unterirdische Wasserläufe oder Erzadern, von denen schon die Templer wussten? Dasselbe Gelände in 227 Messpunkte aufgeteilt. Alle 5 Meter liegt so ein Punkt. Jetzt untersuchen Geophysiker mit einem Protonenmagnetometer das Magnetfeld. Das Gerät misst die Frequenz, mit der die Protonen um das Magnetfeld der Erde kreiseln. Auf der Anzeige geben Zahlen die unterschiedliche Stärke des Magnetfeldes an. Mit diesen Werten wird der Computer gefüttert, der später Profile ausdruckt. Am Ende erhalten wir eine genaue Karte von den magnetischen Eigenschaften des Geländes. Darauf erkennt man auch Anomalien oder Störungen. Hier liegen sie an den gleichen Stellen, die auch der Routengänger aufspürte. Sie kommen aber nicht aus dem Boden, sondern rühren von Metallteilen her, die erst Anfang unseres Jahrhunderts an der Kapelle eingebaut wurden. Halten wir fest, zwischen dem Riesenstein und der Kapelle gibt es eine direkte Nord-Süd-Verbindung, mathematisch genau und ohne die geringste Abweichung. Das mag Absicht und Planung gewesen sein. Die Störungen im Magnetfeld aber haben nicht das Geringste mit dem Templerbau zu tun, sondern gehen auf moderne Einflüsse zurück. Erstaunlich für einen Bau aus dem angeblich finstersten Mittelalter ist aber das Resultat, zu dem spanische Forscher nach gründlichen Berechnungen kamen. Das ist Spanien und das sind seine beiden extremsten Punkte. Kap Finisterre an der Atlantikküste und Kap Creus am Mittelmeer. Verbindet man sie mit einer Linie und zieht genau in der Mitte eine senkrechte Achse nach unten, dann ergibt sich hier ein Schnittpunkt, der von den äußersten Landmarken Spaniens gleich weit entfernt ist. Nämlich 527,127 Kilometer in jeder Richtung. Exakt auf diesem Punkt liegt unsere Templerkapelle. Das ist kein Zufall, sondern bewusste Planung, die auf fantastisch guten Kenntnissen der Geografie beruht. Die Kirche sollte direkt im Zentrum der von den Mauren befreiten Zone liegen. Und das tut sie auch. Wie
Weder da unten im Canyon noch sonst irgendwo in Europa wurde er jemals gefunden, der sagenhafte Schatz der Templer. So bleibt als kostbarstes Erbe ihr eminentes Geheimwissen, das die Kenntnisse des Abendlandes mit den Mysterien des Orients verschmolz. Nach diesem Schatz, dem Schrein der Weisheit, darf weiter geforscht werden.